Hallo und herzlich willkommen zur Folge 124 unseres CT2 TV. Ich begrüße alle, die uns zuschauen, zuhören, die Spaß an uns haben und alle, die wirklich interessiert daran sind, was wir dieses Mal wieder vorstellen wollen. Denn es ist Weihnachten und wir haben wahrscheinlich alle ein bisschen Zeit und könnten uns mal so ein bisschen mit der einen oder anderen Sache näher befassen. So, ich habe vorhin gesagt, ich bin die Orgel, das die Pfeifen, weil wir hier so merkwürdig stehen. Macht der Nächste weiter. Ja, was bin ich für eine Blockflöte oder sowas? Oder was kann das sein? Die Blockflöten sind schmal. Ach so, ja, dann so eine dicke Drum. Eine ja, sowas, Drum, ja. Okay, ich begrüße auch alle zu 124. Und hier, darum geht es nachher, um Sicherheit im eigenen Haus. Und da gibt es wieder einiges zu berichten. Ja, auch ich begrüße alle ganz herzlich. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich hier so ein C64 unter dem Arm habe. Und zwar ist es ganz einfach. Wir waren unterwegs, haben unser neues Fernsehgerät gekauft. Und heraus kam eine wunderschöne Geschichte mit einem C64. Fernsehgerät und C64. Das ist ein bisschen das hört sich komplizierter an, als es ist, aber das werden wir gleich auflösen, denn wir haben einen Studiogast da, der uns Sachen mit dem C64 zeigt, die glaubst du nicht. Die hast du vorher noch nie gesehen. Na gut, das in der Form jedenfalls auch nicht. Okay, dann wollen wir mal gespannt sein, was da eigentlich dann auf uns zukommt. Sollen wir mal den Vorhang aufmachen? Ja, gleich. Wir müssen ja vorher mit jemand anderem beginnen. Ja, ich sag, wir machen den Vorhang auf. Ach, den Vorhang, du meinst Vorhang. Unseren natürlichen menschlichen Vorhang. Jetzt gut, gehen wir auseinander und öffnen die Vorhang Bühne auf. Ja, so wollen wir das haben. Ich darf wieder begrüßen einen Gast, der schon in der letzten Sendung dabei war. Und von der Firma El Taco. Es geht auch in dieser Sendung ein bisschen darum, wie mache ich mein Haus A sicherer? Und B, schöner. Wie kann ich es automatisieren? Was kann ich alles automatisieren? Und wenn man das ausspinnt bis zum Letzten, dann kann man eigentlich alles automatisieren. Vielleicht sogar zu viel, was man da machen kann. So, Sie haben uns jetzt, nachdem wir gezeigt haben, in der ersten Sendung, dass man Aktuatoren machen kann, die ohne Batterie funktionieren. Wenn man jetzt neu baut, dann hat man ja eigentlich eine schöne Planungszeit vor sich. Und da wird man wahrscheinlich so anfangen hier, oder? Richtig, ist das bei den dezentralen Aktoren, die wir beim letzten Mal gezeigt haben, ist jeder Aktor neu aufgebaut. Da steckt ein Funkantennenmodul drin, also ein Netzteil drin und der Aktor selber. Ja, das heißt, je öfter ich diese Geräte einzeln aufbaue, je kostspieliger wird das Ganze. Ja. Wenn ich von vornherein das planen kann, brauche ich nur eine Antenne in der Verteilung, die haben wir auch hier drin, und weitere Aktoren, man sieht, die reihen sich an einen Bus und die hören den gesamten Funk parallel mit und jeder Aktor, der nachher eingelernt wurde, weiß, wann er zu reagieren hat. Ja. Und das ist wesentlich günstiger als die dezentrale Lösung. Aber was machst du denn mit so einem Fensterkontakt zum Beispiel? Ein Fensterkontakt ist ja dezentral irgendwo im Haus. Der sendet nur? Der sendet nur, aber daraus kann man eine Funktion ableiten, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Wir hatten gerade den Griff schon in der Hand. Wenn der zum Beispiel im Sommer offen steht und die Funkzeitschaltuhr sagt, um 10 Uhr runterfahren und man sitzt schön draußen beim Grillen, dann wird man ja eigentlich ausgesperrt und das kann man damit verhindern. Ach so, das ist also dieser Griff, wenn ich diesen Griff bewege. Dann sendet er. Und öffne die Tür, genau. Dann sendet er. Dann sendet er offen. Und dann würde jetzt diese Tür oder die Jalousie würde gesperrt werden. Der Aktor weiß an dieser Stelle keinen Zentralbefehl mehr abfahren. Aha. Können das mal gerne simulieren. Und er würde eben auch, wenn dann eine Jalousie ist, würde er sagen, also da ist er rausgegangen, der will ja wieder reinkommen. Lassen wir mal die Jalousie oben, obwohl ich sie durch die Sonne runterfahren wollte. Gut, wenn ich es bewusst vor Ort mache, bin ich ja dabei. Aber wenn ich draußen sitze und im Haus ist keiner drin, dann kann ich vermeiden, dass das ungewollt passiert. Ja, das ist aber jetzt schon schon weitergedacht, von der Bequemlichkeit her, von der Automatisierung eines Hauses her. So, was kann man da eigentlich noch alles da reinbauen in diese Kiste? Da ist ja nun, kann man auch was zeigen, dass was passiert? Wir haben einige Funktionen hier dargestellt mit kleinen Glimmlampen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Funktaster in der Fernbedienung betätige, dann sieht man, dass verschiedene Kanäle dort ein- und ausschalten. Das Ganze kann man aber auch zentral machen, alles an oder alles aus. Weil der Funk breitet sich im gesamten Haus aus. Ja. Und alle Verbraucher, die darauf eingelernt sind, wissen dann, wann sie jetzt
reagieren? Ich könnte eigentlich dann, wenn ich ins Bett gehe, könnte ich eine Taste haben im Schlafzimmer, drücke ich drauf und dann macht er die Außenbeleuchtung nach Zufall an und er schließt ab. Paniktaster ist da. Paniktaster, ne? Und so weiter und so weiter. Also das könnte man zentral alles machen. Ganz genau. Und ja, wenn man sich das so ausdenkt, da kommen viele, viele Ideen da plötzlich auf einem zu. Und wenn man das so kompakt machen kann, dann ist es auch relativ einfach zu realisieren. Ne? Das bei mir halt war es anders. Ich habe nicht neu gebaut, sondern ich musste alles dezentral irgendwie machen. Und habe natürlich auch überall an jeder Tür einen Öffner, einen Kontakt. Der hat einen Empfänger und der hat einen Sender, muss er haben, weil eben das nicht so ganz so schön zentral geworden ist. Dazu gibt es aber auch hier natürlich die Software, denn ohne Software läuft ja heutzutage gar nichts. Und dieses Gerät verkauft man Hardware und Software in einem. Alles in einem Paket. Das sind 700 Euro, sind das, also dieser Computer mit Linux drauf. Kommt da jeder mit zu Rande mit Linux? Mit dem Betriebssystem selbst hat man nichts zu tun, weil der Anwender nur mit der Oberfläche nachher. Ja, Oberfläche, also ich kann hier meine Aktoren setzen und kann die verbinden miteinander und kann sagen, was die Zentrale alles machen soll. So, da können wir da auch mal aktiv werden. Ja, man sieht jetzt verschiedene kleine Symbole, die sich nochmal jetzt gerade hier gelb abzeichnen. Wenn ich da mal drauf tippe, ich mache mal zwei Aktoren, dann ändern Sie hier Ihre Farbe und gleichzeitig haben Sie natürlich eine Funkinformation verschickt. Die hier. Wo sehe ich die Funkinformation? Ne? Dadurch, dass ein Aktor geschaltet hat, ich schalte jetzt mal wieder einen ein, ja, da sieht man, dass da zwei Aktoren wieder zuschalten. Oben hat es geblinkt und da unten wird es blau. Ja? Genau, das Blinken hier oben ist der Funkempfänger, der immer sagt, da war was. Mhm. Und die Aktoren da unten. Und wie gesagt, das ist gerade mal so eine Millisekunde, wo so ein Impulslein da eintrifft. Und das schaltet alles, denn in Deutschland haben wir ja ganz schwere Gesetze, dass ich nicht allzu lange auch funken darf. Genau. In der Stunde sind es, glaube ich, nur 16 Sekunden, die ich funken darf am Stück. Also so Schleifen zu programmieren, da ist man sehr schnell dabei, dass plötzlich die Anlage stillsteht. Wenn ich ständig abfrage, dann kann es sehr schnell sein, dass der Funk da plötzlich aufhört zu funken, weil er nicht mehr darf. Natürlich eine Millisekunde, das sind 1000 in einer Sekunde, das sind 16.000 Befehle. Das hat auch nicht jeder. Der Vorteil ist, dass die Kollisionen möglichst oder nahe Null sind. Das heißt, wenn zwei gleichzeitig senden, dann müssen die wirklich in der gleichen Millisekunde, das ist ja kaum vorstellbar. Ja. Mhm. Also von daher eine sehr hohe Betriebssicherheit auch. Ne? Diesen Griff, den ich hier in der Hand habe, müsste ich auch irgendwie darstellen können, oder? Ich löse mal mit diesem Taster eine Zentralsteuerung aus. Das sieht man da vorne an den beiden Pfeilsymbolen. Jetzt fahren Sie beide runter. Sind beide das sind jetzt unsere Ersatzrollos. Ja. Nach 10 Sekunden gehen Sie wieder in die Stoppfunktion. Und wenn Sie danach mal den Griff betätigen, weiß der Aktor, weil wir es vorher eingelernt haben, an der Türe ist jetzt jemand draußen. Und wenn ich jetzt nochmal auslöse, sieht man, dass nur noch einer auslöst. Damit wird der andere blockiert. Das heißt, er wartet jetzt so lange, bis ich wieder zurückkomme ins Wohnzimmer und macht die Tür wieder zu. Jetzt ist die Freigabe wieder da, dass ich jetzt wieder schalten kann. Die Blockade ist offen. Das macht ja Sinn. Und wie plant man das Ganze jetzt hier mit, das ist also der Grundriss der Wohnung, der ist ja jedes Mal anders, kann ich den selbst gestalten? Das ist natürlich eine JPEG-Datei oder eine Bilddatei, die kann man dahinterlegen. Kann ich da meinen Bauplan vom Architekten abfotografieren und den dann da reintun? Ja. Das geht. Ja? Wir können mal in dem Wohnzimmer wechseln, hier in der Ansicht. Da sieht man zum Beispiel ein Wohnzimmer als Foto aufgenommen und intuitives Schalten, indem man einfach jetzt hier, wenn da eine Lampe wäre an der Decke, dass man drauf tippt und dann wird die Lampe direkt in dem Wohnzimmer dann bedient. Also entweder nimmt man den Grundrissplan oder man kann das auch über solche intuitiven Bilder machen. Wie sieht es dann draußen aus bei den Leuten? Was machen die am liebsten? So intuitiv? Oder? Also ich bin einer von der anderen Sorte. Ich möchte, da ist ja jeder anders gestrickt. Ich möchte gerne wissen, da will ich hin und dann will ich da auch dass mir einen Befehl absetzen. Die meisten, die das System einsetzen, nutzen darauf dann die Fernbedienbarkeit mit dem Smartphone, weil das ist damit auch möglich. Und da brauchen wir keine Bilder, da gibt es halt nur Räume und die bezeichneten Funktionen. Ja, können wir vielleicht in einer der nächsten Sendungen mal kurz zeigen, wie das mit dem Smartphone funktioniert. Und jetzt muss ich mich schon zu dir übergeben. Du willst dich übergeben? Optisch? Ist dir schlecht? Also es geht jetzt weiter mit Wolfgang Rudolph.
Na, herzlichen Dank. Das war doch nun mal eine schöne Überleitung von dem Herrn Wolfgang Back. Wir haben um uns herum Dinge, die wir nicht sehen können. Und zwar viel mehr, als wir uns vorstellen können. Funkwellen. Unsere ganze Umwelt ist derart verseucht von elektromagnetischen Wellen, das glauben wir kaum. Wir haben ja eben schon wieder gesehen, auch da wird per Funk gearbeitet und es wird noch viel mehr werden. Unsere Mobiltelefone, selbstverständlich per Funk, unsere Computer laufen über Funk, Radio, Fernsehen, Telefon, alles was wir so haben, läuft per Funk und sehr viele Steuerungen, von denen wir gar nichts wissen. Wenn wir Funkwellen sehen könnten und sie wären bunt, nach der Frequenz angeordnet, würden wir nichts mehr sehen, weil wir nur noch ein buntes Wirrwarr sehen könnten. So voll ist unsere Umwelt. Nun wissen wir ja, dass elektromagnetische Strahlung und auch das Sonnenlicht gehört dazu, uns schaden kann. Ohne Sonne könnten wir nicht leben, aber wenn wir uns zu lange da draußen hinsetzen und braten lassen, dann kann es ganz, ganz, ganz böse Folgen haben, mal von den direkten Folgen eines Sonnenbrandes abgesehen. Wie ist das bei elektromagnetischer Strahlung? Naja, wenn die zu stark ist, dann schädigt uns das auch. Aber so genau wissen wir das gar nicht. Es gibt Leute, die angeblich elektrosensitiv sind, aber alle Untersuchungen bisher, wenn man getestet hat, ob die das wirklich spüren, haben ergeben, dass sie es nicht spüren. Und da man es nicht spüren kann und dennoch wissen will, gibt es da etwas, wenn ich zum Beispiel unter einer Hochspannungsleitung lebe, die gar nicht so schlimm ist, weil ich habe da drei Phasen und im Nahbereich heben die Felder sich weitgehend auf. Aber wenn ich eine einzelne habe, die ist gefährlicher als drei, dann gibt es Geräte dafür. Die kosten unglaublich viel Geld und da habe ich einen Bausatz gefunden, der kostet unglaublich wenig Geld. So sieht das Ding aus, zusammengebaut. Ich kann es dann einschalten. Und dann brummt da was und eine Leuchtdiode geht an. So, und wenn das Feld stärker wird, ich gehe mal an meinen Computer, das ist nämlich auch so ein Umweltschwein, dann sehen wir, da geht die rote Leuchtdiode mit an. Gehe ich wieder weg, geht sie wieder aus. Und irgendwo würde jetzt die grüne, ja, jetzt wird sie dunkel und flackert. Und wenn ich jetzt hier näher rangehe, wird sie wieder heller. So, wie funktioniert das Gerät? Wie ist es aufgebaut? Wir gucken erstmal hier rein und dann zeige ich Ihnen den Bausatz. Lautsprecher auf der Seite, eine Platine, zwei Leuchtdioden. Die habe ich übrigens andersrum angebaut. Der Bausatz ist entwickelt worden von Burkhard Keinkart, den kennen wir ja. Der war ja schon öfter bei uns in der Sendung, auch schon zu WDR-Zeiten. Und Burkhard hat es so gemacht, dass er die rote Leuchtdiode als erste genommen hat für geringe Feldstärke und die grüne anders. Ich habe gesagt, nee, Gefahr ist für mich rot, ich drehe sie rum. Also nicht wundern, wenn das hier bei mir verkehrt ist. Auf dieser Platine ist hier eine Spule drauf, denn wir messen ja elektromagnetische Felder, also auch magnetische Komponenten können wir damit feststellen. Und da ist das Poti mit Einschalter, ohne Batterie und so weiter, Klappe zu, wenn es denn ginge. Aus irgendeinem Grund geht es nicht mehr. Ach ja, ich habe die Spule verbogen. So. So, und so sieht der Bausatz aus. Die Platine ist im Prinzip schon vorbestückt. Da ist ein Vierfach-Operationsverstärker drauf und ein paar Widerstände, Dioden und so etwas und ein paar Elkos und auf der Rückseite ist nichts. So, und jetzt muss hier nur noch diese Spule da drauf gelötet werden und diese beiden Leuchtdioden. Und die Platine selbst wird gar nicht befestigt, die hält quasi an den Drähten. Das wird mit Drähten, Lautsprecher und Poti da angehangen. Ich habe das Poti ein bisschen anders verlötet, kann ich Ihnen aber mal zeigen. Nicht mit Drähten, weil das passte gerade so gut. Wenn wir hierher gucken, kann man sehen, das Poti kann man direkt an die Platine löten. Das ist zwar vielleicht nicht so das Allerschönste, aber es funktioniert und ist stabiler, als das mit Draht zu machen. Ja, und das war's eigentlich schon. Die Bauteile angeschlossen und dann geht's los. Und dann kann ich mit der Länge der Antenne auch noch den Frequenzbereich bestimmen. Da muss man dann ein bisschen rechnen. Das heißt, Faustformel ist, je kürzer die Antenne, desto kleiner die Wellenlänge, desto höher die Frequenz. So, und dann kann ich durch die Gegend marschieren und kann gucken.
wo höre ich etwas? Ich kann es also einmal hören, der Lautsprecher gibt also diese Störfelder wieder. Also das Display da oben macht ganz schön Krach, aber auch hier vorne im Bereich der Tastatur, dann gehe ich da weg, ist weg, ist also eindeutig, es kommt von da. Jetzt kann ich mir natürlich dafür auch eine Richtantenne basteln, indem ich die anders aufbaue. Ich kann mir da auch eine richtige Antenne hineinmontieren. Ich mache den Plärrer mal aus und kann da rumlaufen. Was Sie wissen sollten, das ist kein Messgerät. Hiermit können Sie wirklich nicht qualitativ feststellen, wie groß ist der Elektrosmog. Das ist ein Detektor, mit dem man nachweisen kann, sind da Felder. Und ich kann relativ nachweisen, sind sie stärker oder sind sie weniger stark. Das reicht ja in der Regel schon aus, dass man dafür mal ein Gefühl bekommt, was passiert. Diese Grenzwerte, das ist so ein Problem. Die EU hat da irgendwelche merkwürdigen, schwammigen Sachen festgelegt. Also anders als bei den krummen Gurken hat man hier gesagt, ja, in dem Bereich so und in dem so und so genaue Grenzwerte gibt es nicht. Und vor allen Dingen da, wo es notwendig ist, darf man auch Schweinereien machen. Zum Beispiel darf ich als Funkamateur durchaus ein eigenes Funkgerät bauen, auf was die ganzen Bestimmungen gar nicht zutreffen. Die sind per Gesetz ausgenommen, weil ich ja das Wissen habe, haben sollte, um selbst zu überprüfen, dass hier keine unerwünschten Ausstrahlungen, Aussendungen erfolgen. Aber wenn ich ein Funkgerät kaufe, dann muss das wiederum die gesetzlichen Bestimmungen, die Vorgaben erfüllen. Also sehr wirr. Wenn Sie Ihre Sinne erweitern wollen, und so sehe ich das, ist das eigentlich das Richtige zum Spielen und vor allen Dingen bei dem Preis. Gucken Sie sich das mal an, suchen Sie mal im Internet nach diesem Elektrosmog-Detektor und dann macht es mit Sicherheit Spaß, so etwas auch mal selbst aufzubauen und mal in der Wohnung rumzulaufen, mal gucken, wo habe ich denn die stärksten Strahlungen und wo habe ich denn nun am meisten Probleme, wenn ich Probleme hätte oder wenn ich sensitiv wäre. So, ich hoffe, der Heinz Schmitz hat keine Probleme. Er hat ja nun erzählt, dass es eine komplizierte Geschichte war. Er wollte einkaufen gehen und kam zurück und hat irgendwas mit dem C64. Jetzt möchte ich mal sehen, was ich sehen kann, was ich noch nie gesehen habe. So merkwürdig hast du das ja erklärt, oder? Ja, und die Auflösung steht an sich neben mir. Da ist Andreas Wagner, der in einem Fachhandel für Elektronik arbeitet, aber ein ganz anderes Hobby hat. Wenn wir auf den Bildschirm schauen, dann sehen wir an sich für alle C64-Anhänger ein bekanntes Bild, der C64-Startbildschirm. Ist das alles, was die Kiste kann? Also ist das ein richtiger C64? So wie mein alter, ich habe den übrigens mal aufgemacht. Also der ist ganz schön spannend, was innen drin ist. Sind noch richtig handverlötete Chips, aufgesockelte teilweise. Und was passiert, wenn man deinen aufmacht, Andreas? Schau mal auf. Sieht ein bisschen anders aus. Oh. Der ist ja viel voller und das sieht auch alles ein wenig moderner aus. Also da ist jetzt quasi ein kompletter PC eingebaut. Ein i5 3475 Quad-Core mit 4x 2,9 GHz. 8 GB RAM. Dann eine 500 GB Festplatte, eine 1 TB Festplatte. Und ja, diverse Interface für die Tastatur, dass die Original-Tastatur funktioniert. So, jetzt wollen wir mal auseinandernehmen, jetzt mal ganz ruhig. Also, das ist, damit kann man also nicht nur C64 spielen. Man kann C64 spielen, aber auch normal alle Windows-Anwendungen laufen lassen. Blätter doch mal um. Schaut, du hast also jetzt hier das Vollbildmodus, um uns alle zu verwirren. Das sieht aus wie ein PC-Bildschirm. Ja, das ist jetzt Windows 8.1. Kann man vielleicht besser sehen, wenn ich hier einfach mal umschalte. Ne? Die Windows-Opfer kennen den Bildschirm, ne? Der Kachelbildschirm. Und du hast also jetzt das Gehäuse genommen und baust da modernste Technik ein. Ja. Nimmst irgendein Motherboard, die müssen ja passen, ne? Ja, muss man halt passend machen. Also das ist jetzt, sagen wir mal, das Schnellste, was da so reinpasste. Wobei, kommt halt immer darauf an, dass er nicht zu warm wird. Ich habe jetzt gesehen, er läuft eigentlich so auf 37 Grad. Also man könnte sogar noch ein i7 einbauen. Wobei, er hat jetzt nicht die Grafik für 3D oder sowas. Das wird jetzt nicht Können wir mal versuchen, den von hinten zu zeigen. Da hinten hat er nämlich dann ganz normal, wie sich das bei einem ATX-Board gehört,
alle Schnittstellen, die man so braucht. Auch hier der Monitor hängt über HDMI dran. Du hast USB, du USB hast 3.0. Bluetooth drin. Bluetooth, WLAN, 300 Mbit. Also alles das, alles was ein moderner PC hat. Und wenn wir jetzt hier mal auf diese andere Seite schauen, kann man das irgendwo sehen, dann sind wir hier in der Vergangenheit gelandet. Ja, sieht aus wie original, wobei die Anschlüsse nur aussehen wie original. Ist ein Interface, wo man quasi die alten Joysticks, die neunpoligen, dran anschließt und dann über diesen Emulator die alten Spiele laufen lassen kann. Also dieser C64-Joystick würde das jetzt ganz normal funktionieren. Genau. Schalte auch mal auf groß. Und dann kann man halt hier, ja, wahrscheinlich gucke ich dann rum, kann man hier, ist jetzt der Ton ausschalten, kann man hier so ein bisschen rumspielen. Ich bin jetzt kein großer Spieler, aber funktioniert halt. Aber es funktioniert. Ja. Da gibt es einen Treiber für, oder hast du Treiber für? Das ist ein Emulator, Weiß-Emulator, den kann man so runterladen. Mhm. Und der könnte auch 128er oder C16 oder sonstige Sachen. Jetzt haben wir hier auch noch daneben zwei Floppy-Laufwerke stehen. Ja. Wobei das untere ist ein echtes Floppy-Laufwerk. Genau. Da ist auch, kann ich einfach rausholen, ja, ne? Die müssen noch dran sein, ja. Diskette. Das ist eine ganz normale 5,25 Zoll. Vielleicht kennt jemand die noch. Die gab es früher mal. Die waren mal eine Zeit lang sehr populär. Und wenn wir mal zeigen, was du in dem oberen hast, da hast du zufällig etwas vorbereitet. Ja. Zeig es erstmal auf dem Bildschirm, bevor ich den raushole. Und zwar, glaube ich, der. Machen wir mal einfach Play. Da sehen wir jetzt einen Film. Das ist jetzt von einem Ausschnitt aus einem Konzert oder das ist das Warmlaufen zu einem Konzert, auch in HD-Auflösung. Denn wenn wir den mal anhalten, na, ich sehe den Cursor nicht. Ja. Unten auf. Schöne Musik. Genau. Wenn ich jetzt aber hier vorne, der kann ruhig abstürzen, ist jetzt egal. Ja. Wenn man an diesem Hebel hier dreht, dann kommt einem eine Blu-ray entgegen. Also Andreas hat, wenn wir das mal aufmachen, ist noch recht rustikal. In dieses Laufwerk mit Lüsterklemmen geschützt, ja. Ein Blu-ray-Brenner eingebaut und der hängt dann über USB an deinem, genau, Retro C64-PC, ja, oder wie du immer, ja, die Dinger nennst. Du hast ja noch mehr gemacht. Aber erstmal, wir sollten da vielleicht noch mal zeigen, diese Gegenüberstellung hier. Wenn man sieht, was vor 30 Jahren war, in dem Original C64, war relativ wenig. Und das ist das, was eben die heutige Technik ermöglicht, in so einem Gehäuse unterzubringen. Damals, wenn die Commodore-Leute das gesehen hätten, die hätten Tränen in die Augen gekriegt. Ich habe jetzt hier noch etwas stehen, den mache ich auch mal auf. Das sieht ja aus wie dieser... Das war so vom Design her als moderner C64 mal. Nachfolger gewesen, ja. Ja, also das Brotkastendesign, das sollte denn schick sein. Und auch den hast du verbessert. Ich nehme das hier einfach mal weg. Wenn man da mal reinschaut, dann hast du was reingebaut. Da ist jetzt ein Intel Atom Prozessor drin, Single Core N270. Der läuft bis 720p Video, kann er abspielen. Normalerweise ist da kein Lüfter drauf. Ich habe ihn jetzt mal drauf gebaut. Man kann ihn auch ablassen, aber so ist er ein bisschen besser von der Temperatur, weil der schon relativ heiß wird, aber man hört ihn kaum. Man kann ihn einschalten und hat keine Lüftergeräusche eigentlich. Und hat er schon einen relativ modernen Rechner dafür? Ja, also für die ganz normalen Sachen. Wie kommt man da drauf, so Sachen zu bauen? Ja, ich habe durch Zufall selber bei eBay so einen Rechner gesehen. Der hat allerdings nur so ein ganz langsames Board drin. Und da habe ich mir gedacht, probier mal aus, was man da jetzt maximal einbauen kann, ohne dass es unheimlich laut ist. Und er sollte halt das aktuellste Windows laufen haben. Ja, dann wurde das halt immer schneller. Und immer mehr. Wie von den Kisten hast du denn schon gebaut? Hast du dein Haus jetzt schon ausgestattet? Fünf, sechs Stück. Mhm. Und wie lange sitzt du an so einem Umbau? Ja gut, der ging relativ schnell. Ich kann ja nur nach der Arbeit quasi arbeiten. Sag mal, in 3-4 Tage ist der fertig. Mhm. Ne?
Und hier, der wurde ja immer weiter erweitert. Ja gut, kann man so nicht sagen. Also vielleicht einen Monat. Ist er denn schon ein richtiges Hobby? Du hast ja auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass zum Beispiel der Netzschalter genauso aussieht wie das Original, allerdings auch nur ein Taster drunter ist. Bei dem jetzt nicht, bei dem schon. Auch die Anschlüsse sehen original aus. Du hast noch ein bisschen Probleme mit dem Keyboard. Ja, gut. Da ist jetzt halt, gibt es verschiedene, auch fertige Platinen. Kommt halt darauf an, ob welche Tasten alle funktionieren. Es gibt eine fertige Platine, da laufen aber die Cursor-Tasten nicht. Und das ist natürlich schlecht für Windows. Das heißt, es ist dein Projekt über Weihnachten? Wenn ihr das Weihnachtsgeschäft zu Ende habt, habt ihr ja ein bisschen Ruhe. Ja, also das Interface für die Tastatur, was hier drin ist, läuft über ein ATmega 8. Mhm. Also eigentlich ein älterer Chip. Und die Software kann man auch so runterladen. Ja. Und man muss sie halt dann nur auf den Chip bringen. Gibt es da so eine Gemeinde, die sich mit so... Okay. Also gibt, ist, ja so eine, ist eine Arbeit des Case-Moddings. Ne? Ja, Gemeinde weiß ich nicht. Es gibt halt ein Forum für Retro-Computer, für 64er Forum 64, wobei weiß ich nicht, ob die das so gern sehen, wenn man so ein Gerät quasi umbaut. Aber die meisten Rechner, die ich jetzt kaufe, die sind auch kaputt. Ne? Mhm. Man muss halt nur sehen, dass man einen kriegt, wo die Gehäuse noch relativ schön ist. Ja, du hast auch gesagt, du hast einen Trick, wie die Gehäuse sauber sind. Ja, da gibt es quasi sagen, wie so das geht ja auch für diese normalen Wasserstoff, Gehäuse. Peroxid für die Haare normal. Ja. Trägt man auf, legt das 3-4 Stunden in die Sonne und dann ist er hinterher wieder hell. Also das würde aber auch beim normalen gehen, nicht nur bei diesen. Bei diesen älteren PCs, die auch so in dieser Cremefarbe sind, da kriegt man auch hin. Ah ja. Super. Mhm. Gut. Andreas, ganz herzlichen Dank. Es war interessant. Viel Spaß weiterhin. Das ist ja dein Arbeitsplatzrechner, ne? Der ersetzt jetzt meinen Hauptrechner quasi. Okay. Viel Spaß damit. Und in der Mitte stehen schon die beiden Wolfgangs. Die stehen hier und die haben auch was zu sagen. Und zwar wollte ich mich ganz herzlich bedanken bei Spendern. Wir haben eine ganze Menge Spenden bekommen in der letzten Zeit. Und die Spenden, die sind im Bereich von 1 Euro, 2 Euro. Es gibt Leute, die schreiben monatlicher Rundfunkbeitrag und spenden 17,98 Euro. Und es gibt andere, die schreiben auch Rundfunkbeitrag und spenden 10 Euro. Wir haben in der letzten Zeit, im letzten Monat, zwei große Spenden bekommen. Eine 250 Euro und eine 150 Euro. Leider stand nicht dabei, dass man sich bei denen per Name mit Namen bedanken kann, aber nun tue ich es eben ohne Namen. Bei dem ich mich bedanken darf, der schreibt zwar nie dazu, sondern der hat mir das mal per persönlicher Mitteilung im Forum geschrieben. Das ist der Yogi. Wir wissen ja, Yogi ist in China. Und der spendet regelmäßig. Und der Guido Klein, den kennen wir ja alle, den Mick aus dem Forum, der schreibt hier, Weihnachtsgeld aus dem Odenwald darf genannt werden. viele Grüße sendet euch der Mick. Also Mick, vielen Dank dafür. Wir kennen den ja, ganz erklecklicher Betrag. Und dann haben wir hier noch einen, auch ein sehr hoher Betrag von Michael Muth. Vielen Dank für die Sendung, bitte weitermachen. Und EBIB, Name darf genannt werden. Ja, also ganz herzlichen Dank bei diesen Spendern und bei allen anderen Spendern, auch die monatlich, wenn es auch nur ein kleiner Betrag ist, aber mehr oder weniger regelmäßig für uns etwas tun, damit wir unsere Arbeit machen können, damit wir weiter Fernsehen machen können und damit Sie weiter Spaß daran haben. Hast du schon für Wikipedia gespendet? Nein, ich habe noch nicht gespendet. Ich habe gespendet. Aber du hast nicht für einen Computerclub gespendet. Nein, aber 50 Euro für Wikipedia, denn das erscheint mir doch sehr wichtig, endlich mal wieder ein Programm zu haben, wo keine Werbung drin ist. Mittlerweile ist ja überall, Werbung läuft überall. Also das ist mir das schon wert und ich bin auch ein richtiger Fan von der Ja, und wir machen ja keine Werbung, wir weisen nur darauf hin, dass es viele Artikel bei uns im Shop gibt, wo wir auch einen kleinen Obolus dran haben, wenn die verkauft werden. Also ich habe mir die Jacke schon mal angezogen. Ist ja jetzt die Jahreszeit, ne? Da muss man sich hier regenfest anziehen. Wir wünschen guten Rutsch, ein gesundes neues Jahr mit bisschen Glück, so viel wie man braucht, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Und Zicke-Zack.